Ich glaube, ohne das Methadon wäre ich nicht mehr da. Ich war 2 Tage später komplett beschwerdefrei. Durch das Methadon habe ich erst wieder Hoffnung geschöpft. Für mich persönlich ist es ein absoluter Benefit gewesen, also eine absolute Verbesserung der Lebensqualität. Für mich ist es ein Wunder. Thorsten Busch ist 44 Jahre alt und Chirurg. Seine Frau Miriam ist Kinderärztin. Seit fast 20 Jahren sind sie zusammen. Die meiste Zeit verbringen sie jetzt gemeinsam, denn Thorsten hat einen seltenen Krebs, der unheilbar ist. Nur 5% der Betroffenen schaffen 5 Jahre. Heilung war nie ein Thema. Ja, da hat man sich auch ganz schnell von frei gemacht. Und dann sagt man eben, okay, vielleicht gehöre ich eben zu diesen 5%, die eben die 5 Jahre schaffen. Und da arbeite ich natürlich schwer drauf hin. Man kann schon sagen, die Prognose ist definitiv nicht gut. Aber man macht das Beste draus. Sabine Kloske ist 38 Jahre alt. Sie ist an einem gefährlichen Hirntumor, Glioblastom genannt, erkrankt. Ihr Mann Steffen weicht ihr seitdem nicht mehr von ihrer Seite. Denn seine Frau sollte schon lange nicht mehr bei ihm sein. Also dafür, dass ich ein Glioblastom habe, was aggressiv wächst, in jedem Fall wiederkommt, angeblich laut Statistik. Und jetzt habe ich ein sauberes MRT-Bild, wo kein Kontrastmittel mehr angereichert wird. Für mich ist es ein Wunder. Sabine Kloske kann noch immer nicht richtig laufen. Ihr linkes Bein ist noch etwas taub und mit der linken Hand kann sie noch nicht so gut greifen. Die Folgen der schweren Hirnoperation. Als sie vor 2,5 Jahren die Diagnose Glioblastom bekam, war sie 36 Jahre alt. Der Arzt, der kam dann zu mir rein und sagte, Frau Kloske, Sie haben dieses Glioblastom und die Prognose sieht so aus, Sie haben noch maximal 12 bis 15 Monate. Und Sie müssen Ihre Dinge regeln. Sie müssen alles erledigen, was Sie erledigen wollen. Machen Sie am besten eine schöne Reise. Fahren Sie um die Welt. Bei der Diagnosestellung war eigentlich der Krebs schon im kompletten Körper verteilt. Also es gab im Prinzip schon, in den Knochen gab es schon Metastasen, in der Leber gab es Metastasen. Der ganze Bauchraum war metastasiert, die Lymphknoten. Und das war eben September und da wurde mir klar, okay, eine Badehose brauche ich mir nicht mehr kaufen. Sabine Kloske hat keine Zeit zu verlieren. Einen Tag nach der Diagnose soll sie operiert werden. Der Gehirntumor ist bereits golfballgroß, schnell wachsend und aggressiv, drückt auf einige Gefäße und Nerven im Kopf. Nur eine Nacht bleibt ihr zu Hause. Ich habe dann so eine Art Testament gemacht. Habe aufgeschrieben, was ich noch diversen Leuten ausrichten lassen will, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich morgen auf dem Tisch da sterbe, dann musst du verschiedenen Leuten noch was mitteilen können. Und das wollte ich dann meinem Mann sagen, damit er dann hingeht und sagt, Entschuldigung, dass er dann halt sagt, hier, Sabine will noch, dass du das und das weißt. 5 Stunden hat die Operation gedauert. Der Tumor war Golfball groß und wurde komplett weggeschnitten. Als Sabine Kloske aufwacht, funktioniert ihre linke Körperhälfte nicht mehr. Nichts kann sie alleine machen, wird rund um die Uhr von ihrer Familie gepflegt. Natürlich hatte ich Angst, dass ich sterben muss, aber ich habe mir viel mehr Gedanken gemacht, wie das für meine Eltern und für meinen Mann ist vor allem. Ich habe die ersten paar Wochen hier auf meiner Couch gelegen und habe nur geheult mit meinem Mann zusammen, alleine mit meinen Eltern. Das war ganz furchtbar. Thorsten Busch beginnt sofort nach seiner Diagnose mit der ersten Chemotherapie. 6 Zyklen im ersten Jahr und weitere 6 im zweiten Jahr. Er lebt, aber nach dem 2. Chemoblock kommt er nicht mehr wieder auf die Beine. Das war auch etwas, wo man dann wirklich so das Gefühl hat, okay, jetzt geht's bergab. Ganz klar. Also wo man sagen kann, okay, das ist jetzt geht's nur noch in eine Richtung. Man ist morgens aufgestanden, hat sich auf die Couch gelegt, hat sich auf die Seite gerollt und hat eigentlich gewartet, dass der Tag vorbeigeht. Da habe ich wirklich starke Schmerzen gehabt. Hauptsächlich im Rücken, Oberbauchbereich, die wir eigentlich auch wirklich mit keinen Medikamenten wirklich gut in den Griff bekommen haben. Also wir sind dann auch über die normalen Schmerzmittel hinaus dann wirklich zu den Opiaten gekommen, aber auch die haben mir wirklich keine Schmerzfreiheit gegeben. Durch Zufall erfährt er von den Forschungsarbeiten der Chemikerin Dr. Claudia Friesen von der Universität Ulm. Frau Friesen forscht seit über 10 Jahren an der Wirkung des altbekannten Schmerzmittels Methadon auf Tumorzellen. Im Jahre 2007 haben wir entdeckt, dass Methadon Tumorzellen zerstören kann. Es war
von unserer Seite ein Zufallsbefund. Wir wollten ursprünglich nicht Tumorzellen zerstören, sondern wir wollten die molekularen Mechanismen von Opioiden weiter aufklären. Und da war unter anderem auch Methadon dabei. Und zu unserer Verwunderung sind die Tumorzellen mit Methadon gestorben. Zunächst geht sie von einem Fehler aus und wiederholt ihre Versuche mehrfach. Doch immer wieder sieht sie, dass die Zellen sich nicht weiter vermehren oder sogar sterben. Und das funktioniert so. Die Tumorzelle ist nur schwer zu zerstören. Oft prallen Chemotherapeutika an ihr ab und machen sie resistent. Das Methadon heftet sich an die Tumorzellen an und sorgt dafür, dass jetzt auch weitere Schleusen geöffnet werden, durch die auch das Chemotherapeutikum tief in die Zelle eindringen kann. Die Folge: die Zelle stirbt. Mehr als 350 Patientendaten hat sie in ihrer Kartei gesammelt. Alles positive Ergebnisse des Krankheitsverlaufs schwer erkrankter Tumorpatienten. Die MRT-Bilder der Betroffenen zeigen einen deutlichen Rückgang der Metastasen oder sogar ein Verschwinden unter der Einnahme von Methadon. Die Patienten, die ja bei mir auf mich zukommen, die haben ja nur eine ganz, ganz kurze Prognose noch zu leben. Und meistens sind es auch bettlägerige Patienten, die so gar nichts mehr machen können. Und ja, die werden auf Methadon umgestellt, die können wieder aufstehen, die können wieder ihren Haushalt machen. Viele sind, die in Urlaub fahren können, die einfach wieder ein normales Leben führen können. 2x15 Milligramm Methadon am Tag nimmt Thorsten Busch täglich seit knapp einem Jahr. Und bis heute geht es ihm blendend. Nach 2 Tagen waren diese Schmerzen, die man jetzt die letzten Monate kontinuierlich hatte und die kontinuierlich schlimmer wurden, waren plötzlich weg. Und das war so etwas, das war mehr als überraschend. Also gerade selber als Arzt rechnet man ja mit einer gewissen Verbesserung. Aber dass es so schlagartig so gut wird, war für mich auch nur durch die Chemotherapie, auch nur über das Methadon, das war irgendwie nicht zu begreifen. Also durch das Methadon habe ich erst wieder Hoffnung geschöpft und habe gedacht, okay, ich muss jetzt nicht aufgeben und ich falle jetzt doch nicht innerhalb eines Jahres tot um, sondern ich bleibe noch da und ich werde vielleicht sogar wieder gesund. Also ich habe meine große Hoffnung ist, dass ich irgendwann mal gesagt bekomme, Frau Kloske, Sie sind geheilt. Doch beide hatten sie zunächst große Probleme, an das Methadon zu kommen, obwohl jede Apotheke es ganz einfach herstellen kann. Die Grundsubstanzen müssen angemischt werden und kosten nur wenige Euros. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Methadon so uninteressant für die Pharmabranche ist. Niemand kann daran verdienen. Also wenn ich sehe, was Methadon kostet, also diese 8 bis 20 Euro, 100 Milliliter, die 4 bis 6 Wochen reichen, und vergleiche das dann mit den doch sehr, sehr teuren Medikamenten, die dann 20.000, 25.000 Euro kosten, hat Methadon kaum eine Chance, sich da auch durchzusetzen. Dr. Hans-Jörg Hilscher ist Allgemeinmediziner aus Iserlohn. Er kann sich kaum retten vor dem Ansturm der hilfesuchenden Menschen in seiner Praxis. Kilometerweit fahren sie, um sich von ihm Methadon verschreiben zu lassen. Ihr letzter Strohhalm. Warum ich das nehmen will? Weil jetzt mir ein Arzt gesagt hat, machen Sie das, Sie haben nichts zu verlieren. Diese über 120 Lungenmetastasen, die ich habe, und die Lebermetastasen. Ich bin quasi, ich sag jetzt mal, halbtot. Dr. Hilscher arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit Methadon. Zunächst hat er es in der Drogenersatztherapie angewendet. Dabei hat er festgestellt, dass das Opiat noch viel mehr kann als nur Suchtregulierung. Jeden Mittag geht er ins benachbarte Hospiz. Er betreut das Heim seit mehr als 15 Jahren. Und genauso lange behandelt er hier die Sterbenskranken mit Methadon. Mittlerweile 3.000. Was sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt hat, war, dass die Leute schlicht und einfach viel besser drauf sind, länger gelebt haben als in den Nachbarhospizen. Das ist mir kundgetan worden vom medizinischen Dienst, der die anderen Hospize auch alle besucht hat. Hat gesagt, irre, Hugo, bei dir überleben die Patienten viel, viel länger und viel, viel besser als woanders. Das kann nur an dem Methadon liegen. Sabine Kloss gelebt. Laut Ärzteprognose sollte sie bereits seit 1,5 Jahren tot sein. Sie wollte nicht zum Sterben nach Hause gehen und reisen. Sabine Kloske wollte weiterleben, bei ihrem Mann bleiben.
Heute arbeitet sie sogar wieder in ihrem Beruf als Lektorin. Und das macht sie sehr glücklich. Ich glaube, ohne das Methadon wäre ich nicht mehr da. Ich glaube, ich hätte dann einen längsten Rezidiv oder einen Progress gehabt und wäre längst gestorben. Ich bin davon fest überzeugt, dass das Methadon dafür sorgt, in Verbindung mit der Chemotherapie, dass der Tumor bleibt, wo der Pfeffer wächst. Thorsten Busch kämpft weiter gegen den Krebs an. Er weiß, dass er mit dieser Diagnose nicht alt werden kann. Die Zeit, die er noch hat, die will er so gut es geht genießen. Und bis jetzt gelingt ihm das mit Methadon auch. Für mich persönlich ist es ein absoluter Benefit gewesen, also eine absolute Verbesserung der Lebensqualität. Ob es mein Leben verlängert, kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wo ich wäre, wenn ich es nicht probiert hätte. Oder wie lang mein Leben laufen würde, wenn ich es nicht mache. Ich kann mich nur für einen Weg entscheiden, den muss ich gehen. Und momentan laufe ich sehr gut damit. Thorsten Busch hatte nichts mehr zu verlieren, als er sich für Methadon entschieden hat. Er hat Zeit gewonnen. In seiner Situation vielleicht das Wichtigste. Sabine Kloske ist bis heute tumorfrei. Das grenzt allerdings an ein Wunder.